Willkommen zu dieser Folge SFS und heute wollen wir weiter an der ISS bauen. Heute kommen zwei US-Labore dazu, einmal Unity oder auch Node 1 und dann noch Destiny. Das hier, das ist ein PMA, heißt so viel wie Pressurized Mating Adapter und ist dazu da, um halt die russischen Teile der ISS mit den restlichen Teilen zu verbinden. So, das hier in der Mitte, von hier bis hier ist Unity und das hier ist PMA 1 oder Pressurized Mating Adapter 1 und das ist 2. Destiny, was wir gleich noch hinschicken werden, hat noch den dritten Teil.
Heute müssen wir nur noch das Space Shuttle landen. Und dann kommt Destiny. Und jetzt wird's nicht reingehen. Na super. Oh, hoppla. Ich habe jetzt zwar hier oben was kaputt gemacht, aber naja, egal. Ja, so ist okay. Oh Mann. Ich glaube, ich verliere jetzt die Kontrolle. Ja, okay. Ich glaube, ich muss definitiv ein neues Shuttle bauen. Das klappt niemals mit dem Landen. So, und jetzt ist Destiny dran.
Eigentlich gehören hier gar keine Docking-Ports hin, aber ich mache trotzdem welche hin, um dann später, wenn man dann das S0 Truss daran setzt, dass es sich auch verbinden kann. Ich habe natürlich wieder mal was vergessen. Hier, beim PMA3. Da hat noch die Technik gefehlt, der Strom. Und ich werde das jetzt hier auch ziemlich zusammenschneiden. Also ich bringe mal jetzt das Shuttle zu unserer ISS und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, geschafft. Vorher müssen wir das hier noch einmal umpositionieren. Ah, Mist. Ja. Wow. Muss mal kurz hier wieder rankommen. Nein, 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 nein. Ach. Zum Glück sind diese Docking-Ports Magnete, also gut. Hä? Was? No Fuel Source. Das ist doch Fuel. Ah. Ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt umpositionieren? Jetzt fliegt das hier im All. Na super. Das könnte jetzt klappen. Komm schon, Magnete. Docking Port. Ich kann es immer nur nicht steuern. Nein, das war's nicht. Das war's auch nicht. Das war's auch nicht. Das auch nicht. Wo ist hier Destiny? Das hier vielleicht. Ja, endlich. So. Puh. So, und jetzt muss ich da
Jetzt muss ich das wieder reinbekommen. Okay, ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich. So, geschafft. Nach 5 Minuten habe ich... Ich habe wieder das hier platt gemacht. Hab's geschafft, das hier, also PMA 2, glaube ich, von hier nach hier zu positionieren. So, jetzt mache ich hier mal noch die Tanks voll. Und dann fliegen wir wieder nach Hause. Panel abzureißen. So. Komm, das Shuttle lassen wir jetzt einfach mal richtig abstürzen. Mal gucken, was draus wird. Fast 2 Kilometer pro Sekunde schaffen wir. Sind ziemlich schnell. Ich muss gegenwirken, aber es klappt nicht. Ah, super, wir haben die Kontrolle verloren. Hoi. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Wir sind viel zu schnell. Es bringt nicht mal was dagegen zu drücken. Wir drehen uns immer schneller. Okay, wir sind sowas von tot. Nicht mal wenn ich wollte, könnte ich jetzt irgendwo einen Fallschirm öffnen. Hilfe! Nein, Fallschirm will ich. Fallschirm, ja. Noch mehr. Komm schon. Noch ein paar muss ich doch treffen, ja. Zweiter. Dritter, okay, ich glaube, das reicht jetzt langsam. Irgendwie habe ich das Spiel jetzt neu gestartet und es wurde irgendwie etwas nicht gespeichert. Auf jeden Fall sind wir diesmal sogar noch erfolgreicher durchgekommen mit 3 Fallschirmen. Aber naja, haben nur vorne ein paar RCS-Düsen weggehauen, aber ja, okay, wir sind erfolgreich gelandet, haben überhaupt nicht dabei irgendwie einen Bug ausgenutzt, dass es nicht gespeichert wurde. Nein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte mal einen Daumen nach oben da und tschüss.